Hallo Leute und willkommen hier auf LeoCraft. Heute gibt's mal wieder eine Map-Vorstellung, und zwar diesmal eine neuere Map. Wir gehen deswegen auch blind rein, da ich die selbst noch nicht angeguckt habe. Diese Map ist der erste Vorgeschmack auf den Redstone-Bunker und stammt deswegen auch von The Joecraft. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal blind rein. Wie es gebaut wurde, habt ich schon gesehen, deswegen kann ich euch auch die Technik etwas erklären. So. Was steht hier? Redstone Modehaus bei The Joecraft. Viel Spaß. Hey, ich darf sogar Reviews machen. Schön. Ja gut, ich möchte hiermit offiziell sagen, dass dieses Redstone Haus von mir ist und niemals von The Joecraft. Für alle, die es nicht verstanden haben, das war Ironie. Das ist es, ja. Und zwar, wenn man hier reingeht, da kommt man schon mal nicht hin, muss man hier einen Emerald zahlen. Oder auf Deutsch Smaragd. Einwerfen und dann aus. Ach du Scheiße, es ist laut. Gut, und dann wählt man sich aus, was gefällt. Was passt denn gut? Schwarz-Blau, gibt es da irgendwas? Schwarz-Blau gibt es nichts. Dann nehmen wir Schwarz-Gelb. Nehmen wir das da. Ja, und dann schauen wir mal, ob man mehrere machen kann. Maragd. Ach, geht das? Nee. Gut, das geht nicht. Nehmen wir mal Just for Fun. Dann sind wir da. Oh. Ups. Das war nicht der Plan, aber egal. Was würde passieren, wenn man die Schaltung wieder lastet? Gut, das war jetzt duplizierend. Das war nicht erwünscht. Also es gibt scheint ein paar Lecks dann zu geben. Gut, die zwei Blöcke, die da weg sind, habe ich selbst gemacht. So. Allgemein funktioniert es ja ganz gut, außer dass ich den einen zerstört habe. Kann man so einen auch auswählen? Nee. Ah. Scheint nicht zu gehen. Gut. Wie gesagt, eine nette Spielerei. Ja, man sieht. Man kann die Schaltung aber überlasten. Also, Überlastungsschutz gibt es noch nicht. Da sollte man vielleicht mal was verbessern. Ich habe sie jetzt irgendwie kaputt gemacht. Also, falls der Joecraft dieses Video sieht, könnte er mir daran vielleicht nochmal arbeiten. Zwei wichtige Punkte. Einmal diesen, ja, so eine Art Überlastungsschutz. Und zum anderen, da ist hier nur ein Emerald rausgenommen wird, statt mehrere. Das kann man mal sehen. 19 sind drin. Und dann am nächsten Mal, werden gleich 5 rausgenommen. Und man kann trotzdem nur einen auswählen. Finde ich nicht so toll.
Ja, gut. Wir gehen dann mal zur Technik. Ist es dafür nicht sinnvoller, wenn... Ja, doch, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich die Welt nochmal komplett neu installiere. Das machen wir gleich. Und sehen uns dann sofort wieder. So, ich bin wieder da, gehe wieder rein in die Welt. Und jetzt können wir uns die Technik anschauen. Dazu gehen wir jetzt als erstes mal in den Game Mode 3. So. Da leckt es immer ein bisschen, wahrscheinlich weil wir da außerhalb des Spawn Chunks gehen. Aber so schlimm ist das ja, denke ich, auch nicht. Irgendwie schon lustig, wie das THC-Logo von hinten aussieht, wenn es lädt. Komm, lad jetzt endlich. Gut, lädt jetzt nicht. Es sieht lustig aus von hinten, so viel kann ich euch schon mal sagen. So, wo fängt man bei so einem System am besten an? Am besten anfangen tut man beim Bezahlen. Hier. Gut, das ist der klassische Bezahlmechanismus. Der Trichter saugt das ein. Da sind 18 Emmer Smaragde drinnen. Und wenn da etwas mehr drin ist, wird auch etwas mehr durchgelassen. Wenn ein Smaragd mehr drin ist, gibt es hier einen stärkeren Output. Der lädt diesen Kondensator. Den Hilfskondensator. Das ist ein Hilfskondensator. Dieser Hilfskondensator leert, geht einmal hier lang. Ah, der Hilfskondensator schaltet zum einen ein Flipflop, welches. Das ist das hier, welches die Auswahlknöpfe freischaltet. Das war die grüne Leitung. Und zum anderen der große Kondensator, was macht der? Ach, der wird von der anderen Seite, oder? Der wird von der anderen Seite gepowert. Gut. Ne, der wird von beiden. Zum anderen macht er, was macht der große Kondensator? Ah, der lässt diese Lampe auf und ausgehen und dann nach einer Zeit wieder angehen. Gut. Dann sucht man sich einen Knopf raus. Ich nehme jetzt bewusst ganz den linken, weil das ist alles das, die gleiche Technik, ist einfach gestackt. So, das, wie gesagt, der ist dann unten, dadurch kriegt der Strom. Geht dann hier rein. Über die Fackel wird der nach unten gezogen. Das ist, geht dann über eine Instant-Leitung rein und blockt. Auf jeden Fall schon mal die Lämpchen, dass man nichts weiter auswählen kann, irgendwie. Würde ich jetzt sagen. Des Weiteren geht die Leitung hier runter, powert den, das Zeugs. Na, dieses Zeugs wird gepowert. Was macht das? Ah, das verschiebt diesen Redstone-Block um 1 nach unten. Dadurch geht diese Leitung an. Die sorgt dafür, dass der Repeater angeht, das hier angeht. Hier einmal hoch und hier eine Technik in Gang setzt. Ah! Einmal wird dafür gesorgt, dass der Smaragdblock hier runter geht. Und zum anderen wird dafür gesorgt, dass auch dieser Diamantblock runter geht und das Ding runterfällt. Das war nach rechts die Leitung und nach links sorgt sie dafür. Es geht. Das triggert nicht. Das auch nicht. Zum anderen sorgt diese Leitung dafür, dass dieses Ding angeht und das hier runter geht. Okay. Gut, so viel habe ich verstanden. Jetzt die zweite Sache. Ja, so analysiert man Redstone-Schaltungen, by the way. So. Wissen will, woher kommt das?
Wenn, das ist, glaube ich, was später kommt, diese Leitung. Also, jedenfalls wird dann dadurch, sind wir eigentlich dabei der Schaltung, dass hier dann unser Armor-Stand steht. So, jetzt. Und dann. Müsste es irgendwo einen Kondensator oder so oder eine Glock geben, die dann nach einer Weile dafür sorgt, dass das hier unten, ja, hier unten, dieser Kondensator sorgt dann irgendwie dafür, wodurch wird er geladen? Ah, durch diese Technik hier, Hilfskondensator. Und der wird gepowert. Wodurch wird der gepowert? Durch diese Wasserleitung, die woher kommt? Ah, durch einen Armor-Stand, der. Nee. Ich hätte gedacht, der wird durch den. Wobei. Doch, könnte sein, dass dieser durch einen Armor-Stand, der runterfällt, gepowert wird. Doch, das kann sein. So, wenn die Powerung abgeschlossen ist, wird der Block wieder hin. Der Armor-Stand fällt runter in dieses Wassersträßchen, geht dann da durch. Hier sammelt sich dann alles. So. Geht dann hier durch. Was passiert hier? Hier ist, sieht so aus, als ob er entleert wird. Doch, das könnte sein. Was ist jetzt? Gut. Da könnte, na, wobei, alles, was aus Versehen reingeworfen ist, könnte hier weggenommen. Dann triggert er das hier. Aktiviert dadurch die Spender. Dadurch kriegt er neues Outfit. Genauso hier, ja. Also alles, was es gibt, wandert dann hier weiter. Warum sind hier so viele Druckplatten? Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich was mit Wasserlogik zu tun. Okay, diese Wasserlogik ist etwas unverständlich, aber egal. Geht dann hier rein und den Mechanismus habe ich gesehen in dem Video von Ihnen. So ganz kann ich den euch nicht erklären, da sind meine. Wobei. Der triggert das, wobei doch müsste möglich sein. So, ein Armor Stand triggert das hier. Nee, ist schon ziemlich komisch. Irgendwie ein Armor Stand triggert und dann wird sofort der Slime Block hochgeworfen, der wird rausgeschoben und hochgeworfen und dann geht es so hoch, also quasi im Aufzug. Am Ende wird es hier reingestoßen in den Wasserstrom. Geht dann hier rein. Und wir haben ja gesehen, dass der Block hier auch runtergeholt wird. Und dann fließt es der Wasserlogik zufolge immer in den ersten, wo es rein kann. Ja. Das ist diese Technik. Ah ja, und wenn der eine reinging, dann geht hier ein Signal auch wieder über eine Instant-Leitung. Und schalte diesen Kolben. Ah, und dann wird das Flipflop wieder zurückgesetzt hier. Und zwar sorgt das dann dafür, dass das nicht mehr getriggert wird. Ah, dass es, glaube ich, wieder ausgewählt werden kann, oder? Kann das sein? Na gut. Ich denke, ich habe zwar die Baufolgen davon geguckt, aber man merkt sich ja am Ende doch nicht alles. Deswegen. Ah, man kann es ja analysieren. Nun hier unten zur Technik. Die ist einfach, die kann ich euch zeigen. Hier werden Creeper gespawnt und wenn da leer ist. Moment, ich gehe jetzt da mal rein, gehe in den Game Mode. One. So, wenn man jetzt diese Lampe hier ausschaltet. Oder wir machen es anders, einfach zerstört.
Lampe nehmen und zerstören. Dann werden hier Creeper gespawnt. Das ging jetzt ziemlich flix. Fix. Gut, die Sache ist natürlich nur mit dem Command hinzukriegen, aber läuft auf Vanilla Minecraft. Ich denke, ich finde es aber, jetzt meine persönliche Meinung, es ist ein bisschen cheaten. Es ist so halb zwischen, wenn man wirklich reines Vanilla ist, sollte man darauf so selten wie nur irgendwie möglich zurückgreifen. Man könnte es vielleicht so umbauen, dass die Kleider irgendwie anders produziert werden müssen. Aber ich denke, das Ganze ist ja auch im Redstone-Bunker von THC und ich denke, da sollte man es vielleicht doch so machen, dass die gefarmt werden müssen. Denn es wird ja auch Geld dadurch eingenommen durch den Emerald. Dann macht man lieber die Kleider etwas teurer, also 2 Emeralds oder gar 5. Na, wobei 5 ist deutlich überteuer. Und dafür lässt man die dann auch farmen. Hat man übrigens Jobs in der Redstone-Bunker. Das sind mittlerweile ziemlich viele Punkte. Vielleicht baue ich den ja noch etwas um, den Redstone-Bunker. So. Jetzt machen wir wieder an. Und gehen wieder in den Game Mode 3. So, mittlerweile ist es nachgewonnen. Das war eigentlich so die Technik. Könnt es runterladen, müsst ihr nicht. Ihr könnt auch auf den richtigen Redstone-Bunker warten oder es einfach komplett lassen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und mal ganz ehrlich, also am Sonntag, den 26.11.2017, wer weiß, wann ihr das Video guckt, da hat der Server noch funktioniert und ich denke, die meisten, die das Haus, also dieses Kaufhaus haben wollen, haben es bestimmt bis morgen, also am Montag werdet ihr es wahrscheinlich kriegen, das Video. Bis dahin werden die meisten es, denke ich, schon runtergeladen haben, welche es unbedingt schon wollen. Und nochmal zum Redstone-Bunker, der ist noch nicht fertig, da sind die Baufolgen aber auch noch im Internet, wenn ihr einfach mal TJC und Bunker eingibt, findet ihr das. Das Ganze ist übrigens auch zum Download und zwar auf der Website www.theyogcraft.de zu downloaden, also zum Download bereitgestellt. Da könnt ihr es euch runterladen und ich bitte euch wirklich auch, es war ein bisschen Arbeit oder sogar ein bisschen viel Arbeit für meine Verhältnisse. Gibt es nicht als euer eigenes aus und haltet euch auch an das, was hier steht. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bin ich eigentlich auch da? Ich denke, ihr könnt mich sehen, oder? Tschüss, bis zum nächsten Mal.